So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Und letztens hat FC Mary in einem Stream gesagt: Ramses, lass dir doch mal einen Schnauzer stehen, das sieht bestimmt richtig gut aus. Er hat mir dann Bilder geschickt, wie er auch nur noch einen Schnauzer trägt, obwohl bei ihm eigentlich sogar kaum Bart vorhanden war. Man hat nicht mal erkannt, also ich wusste nicht, wie das vorher aussieht. Denn der Schnauzer, der war auch total dünn und unspektakulär, sage ich mal. Nichts gegen deinen Schnauzer, aber das ist ja nichts. Wir kennen das vom Flatti. Der Flatti, der hat seinen fetten Bart abgemacht und hat sich nur einen Schnauzer stehen lassen. Seitdem sieht er richtig lustig aus und erinnert mich immer an Man and Chicken, den Mads Mikkelsen, was ich total cool finde. Normalerweise wäre die Bianca jetzt schon da. Der ihr Zug fällt aber alle 10 Minuten wieder aus. Jetzt weiß sie gar nicht mehr, wie sie weiterkommt, hin und her. Normalerweise würde ich jetzt gerade mit Bianca einkaufen, die Sachen besorgen für die Wanderung, bis Shenaya kommt. Jetzt können wir nicht einkaufen, es ist keiner da, mir ist total langweilig, ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mich ein bisschen... Adi, was machst du denn die ganze Zeit? Ich wollte mich rasieren und nicht du. Jetzt hör auf hier im Hintergrund. Weil den Community Raid musste ich jetzt schon alleine machen, deswegen bin ich jetzt voll traurig. Und den Einkauf weiß ich nicht, ob ich den jetzt alleine mache. Und vielleicht soll ich einfach aufhören zu reden und sollte mich einfach hier hinstellen. Und dann wollen wir jetzt mal den Bart ein bisschen stutzen. Ihr seht nämlich, der ganze Hals ist schon wieder voll. Das sterzt hier schon weg, das ist ja das. Ich wollte erstmal warten, bis noch ein bisschen was da ist. Jetzt ist der ganze Hals hier voll, ne? Hier, das hängt richtig weg. Hier die Oberlippe. Ich mache das ja dann immer ein bisschen dünner. Oder ich mache hier oben alles weg und lasse nur hier unten immer was. Aber diesmal wollen wir es mal andersrum machen, dass wir einfach euch jetzt mal hier hinstellen. Und dass wir jetzt einfach mal den Hals frei machen wollen. Wir wollen das Kinn frei machen. Wir wollen einfach mal schauen, wie das im Endeffekt dann ausschaut, wenn wir uns verkleiden als FC Mary. So, jetzt geht das Ganze schon ein bisschen in die Richtung, die FC Mary sich gewünscht hat. Das ist aber noch nicht richtig so. Ich meine hier, die Wange ist jetzt auf jeden Fall frei. Die Wange ist auch frei. Der Hals ist ein bisschen frei, aber das hier unten muss noch weg. Und das werden wir jetzt auch noch machen. So, jetzt ist also ein bisschen weiter vorangeschritten, wie man sieht. Ich glaube aber, dass ich das hier noch ein bisschen wegmache und wirklich dann nur oben das lasse, weil das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Sieht das komisch aus oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir machen den Rest einfach auch noch weg. Greif doch da nicht drauf! Bist du verrückt? Bist du verrückt, Nadi? Nein, Nadi! Ich habe keine Ahnung, ob das so passt, ob das so stimmt oder was auch immer das jetzt ist. Ich habe jetzt auf jeden Fall an der Oberlippe einen Bart, ne? Deswegen, wir können nicht mehr so normal reden, wir müssen jetzt immer so reden, damit man das besser sieht, dass da oben ein Bart ist. Ich glaube, ich schiele auch die ganze Zeit. Adi, Schatz! Alles Gute! Und jetzt mal gucken, ob ich überhaupt noch jemanden erkenne, denn das wäre dann die Bismarck-Turm-Bart-Wanderung. Also die Bismarck-Turm-Schnauzer-Wanderung. Was wir mit den Haaren machen, weiß ich noch nicht. Aber ich könnte die Seiten auch mal wieder ein bisschen kürzer machen.
Oder wir machen einfach alles ab, weil die Mama die ganze Zeit schon rumstresst, dass das aussieht wie sonst was. Und wenn die ganze Zeit an einem rumnörgelt, wie man rumrennt, dann muss man einfach alles wegmachen. Und dann ist sie traurig und sagt, ah, hätte ich lieber nichts gesagt. Ne? Das ist ungefähr so die Überlegung dahinter. Guckt mal, sehe ich aus wie Fladdy, oder? Das ist genial. Na, ich werde noch ein bisschen was trotzdem jetzt an der Frisur machen. Ich muss vielleicht ein bisschen aufhören, die ganze Zeit so zu reden. Und dann gucke ich mal, ob die Bianca und die Shania heute noch ankommen und wie das dann weitergeht. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ihr seht ja dann in der Wanderung das Endresultat. Und Grüße an FC Mary. Kannst du ja mal Feedback geben, ob das jetzt ein Schnauzer ist oder nicht. Ob du dir das so vorgestellt hast. Babyface incoming. Du siehst, einen schönen Affen kann nichts entstellen. Und ansonsten würde ich sagen, was ist von meiner Seite aus? Sie nimmt mich irgendwie an D-Nice. Kennt ihr D-Nice? D-Nice am Start. Das ist mein neuer Style jetzt. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ho, ho, ho. So, ich bin jetzt eigentlich fertig. Ich habe jetzt doch nicht nochmal was an der, an den Haaren gemacht. Ich habe die Haare jetzt einfach zusammengebunden. Zack, zack, hin und her. Das muss so bleiben. Der Rest ist jetzt so, wie es ist. Sieht irgendwie lustig aus, finde ich. Hat irgendwie einen Style. Hat ein bisschen was von Finch. Hat ein bisschen was von D-Nice. Hat ein bisschen was von allem. Ich glaube, für unsere Aussie-Wanderung wird es auf jeden Fall richtig gut passen. Eine Oster-Cola dabei. Eine Pfeffi eingepackt und schon. Das ist so. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde, das hat irgendwie was, oder? Wenn ihr findet, das hat irgendwie was, schreibt es mir in die Kommentare. Hat das was? Guckt es euch an. Ramses, Ramses. Grüße gehen raus an FC Mary. Adi, Schatz. Und was sagst du? Nix? Jo, Hauptsache, du hast dein Fell noch, gell?